So, auf besonderen Wunsch rechne ich nochmal eine Aufgabe mit der Taylor-Entwicklung vor. Die Aufgabe dreht sich hierbei um diese Funktion f von x gleich x Quadrat mal lnx. Und wir sollen das fünfte Taylor-Polynom ausrechnen, also t5 von x. Und der Entwicklungspunkt hier an dieser Stelle, das ist nicht ganz unwichtig, ist x0 gleich 2. Ja, und ganz am Ende sollen wir noch abschätzen, wie groß eigentlich der Fehler ist, von den das Taylor-Polynom so f von x eigentlich hat, auf einem gewissen Intervall von 1 bis 3. Na, gucken wir uns das mal an. Wenn wir t5 ausrechnen müssen, dann müssen wir die allerersten 5 Ableitungen haben. Also erstmal stumpf ableiten, was ist hier eigentlich los. Ja, also ich habe hier f von x ist x² mal ln x. Dann die erste Ableitung, f' von x, das ist nach den Ableitungsregeln 2x ln x plus x² mal die Ableitung von ln x ist ja 1 durch x. Wenn ich das vereinfache, komme ich auf 2x mal ln x plus x. So, wenn ich das nochmal ableite, zweite Ableitung, ja, muss ich mir das dann gucken, dann komme ich auf 2 ln x plus 2x mal 1 durch x, das ist ja hier die Produktregel und die Ableitung von x selber ist natürlich nur 1. Das hier kann man vereinfachen zu 2 und dann erhalte ich also 2 mal ln x plus 3. Die dritte Ableitung ist an dieser Stelle dann, wenn ich das ableite, habe ich einfach nur noch 2 mal 1 durch x. Die Ableitung von 3 ist 0, also ich kann es auch so schreiben, 2 mal x hoch minus 1. Und die vierte Ableitung an dieser Stelle ist jetzt auch nicht viel schwieriger, das ist minus 2 mal x hoch minus 2. Und die fünfte Ableitung an der Stelle x ist dann 4 mal x hoch minus 3. Ja, gut. Das war der erste Schritt. Nicht viel mehr als einfach nur ableiten können. Ja, was man als nächstes können muss, ist an der Stelle jetzt zu beherrschen, wie man jetzt Taylor-Polynomen bildet. Und das ist ja jetzt an dieser Stelle so, t5 von x ist wie folgt. Das ist einfach f von x0. Das ist hier ja der Entwicklungspunkt. Plus Summe k gleich 1 bis 5. Wir wollen ja das fünfte Taylor-Polynom bilden. Und dann f, und zwar die k-te Ableitung an der Stelle x0 geteilt durch k-Fakultät. Und dann x minus x0 in Klammern hoch k. Das ist das Taylor-Polynom. Achtung, da taucht kein Restglied auf oder sowas. Das Restglied gehört nicht zum Taylor-Polynom dazu. Okay, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist die ganzen Krempel einsetzen. Wir sehen, wir brauchen hier f von x0, also an der Stelle des Entwicklungspunktes, und die Ableitung auch an der Stelle x0. Also müssen wir überall nochmal das beim Entwicklungspunkt einsetzen. Ja, also mache ich mal eine kleine Tabelle. F von x0 ist an der Stelle ja, 4 mal ln 2. F' von x0 ist, wenn ich das einsetze, wieder 4 mal ln 2 plus 2. F2' von x0 ist hier 2 mal ln 2 plus 3. F3' von x0 ist 2 mal 1/2, das ist ziemlich genau 1. F4' von x0 ist 2 mal 2 minus 2 geteilt durch 4 ist also minus 1/2. Und F5' an Stelle x0, das ist 4 geteilt durch 8, also auch wieder 1/2. Ja, okay. Und jetzt muss man den ganzen Krempel wieder einsetzen und glücklich sein. Dann habe ich hier also 4 mal ln 2
Plus. Und jetzt einfach die Summanden hier auflisten. Ich habe jetzt hier immer diesen schönen Bruch, geteilt durch k Fakultät und dahinter x minus x0 hoch k. Also nehme ich hier den Faktor 4 mal ln2 plus 2 geteilt durch 1 Fakultät, was ja nichts weiter ist als 1. Und dann x minus 2 hoch 1. Das hoch 1 spare ich mir. Nächster Summand plus. Ja, jetzt für k gleich 2 brauche ich dieses hier. 2 mal ln 2 plus 3 geteilt durch 2 Fakultät, was ja auch wieder nichts anderes ist als 2. X minus 2 hoch 2. Plus, ja, für k gleich 3 muss ich hier hingucken. Oh, das ist einfach nur 1 geteilt durch 3 Fakultät. X minus 2 hoch 3 plus, was ist hier? Da habe ich minus 1/2. Da kann ich also hinschreiben, minus 1/2 geteilt durch 4 Fakultät. X minus 2 in Klammer hoch 4. Und der letzte Summand ist dann hier mit 1/2 als Faktor oben. Und darunter habe ich natürlich dann 5 Fakultät. Und hier habe ich x minus 2 hoch 5. Das ist mein Teleponymum. Ja, T5. Ja, jetzt könnte man auch versuchen, irgendwie Kleinigkeiten hier zu vereinfachen. Also man kann hier was kürzen, muss man nicht. Da könnte man irgendwie was schöner schreiben. Aber das ist an der Stelle nur, naja, eine Verschönerung, die an der Stelle nicht so wirklich unglaublich viel bringt. Ja? Und auch hier kann man, also wo die ln-Bezeichnungen auftauchen, nicht so viel verbessern, dass das jetzt plötzlich alles sehr viel eleganter wird vom Term her. Also vergebene Liebesmühe, die machen wir uns hier nicht, sondern wir kümmern uns um den letzten Teil der Aufgabe. Da steht nämlich, geben Sie außerdem eine Abschätzung des Fehlers T5 minus f von x für ein x zwischen 1 und 3 an. So, also das ist halt der Aspekt, wie weit ist denn eigentlich T5 von f von x entfernt? In diesem Intervall von 1 bis 3. Ja, okay, das heißt, wir müssen das abschätzen. So, also, wie kommen wir denn dazu? T5 von x minus f von x. Ja, und da hatten wir ja gelernt, hey, das ist eigentlich genau das Restglied. So, also müssen wir uns genau überlegen, was ist eigentlich das Restglied? Und das war also hier, da muss ich den Betrag mal nehmen und dann das Restliche hinschreiben. Das ist an dieser Stelle f, und zwar die sechste Ableitung, und zwar von xi, also an dieser Stelle xi, geteilt durch 6 Fakultät und dann x minus 2 hoch 6. Davon den Betrag, den muss ich jetzt abschätzen. So, was weiß ich über das Xi? Das Xi ist zwischen x und 2, also irgendwo dazwischen. Ja, und das x wissen wir aus der Aufgabenstellung ist in diesem Intervall von 1 bis 3. Das heißt, der Abstand zwischen x und 2 ist höchstens 1. Das wissen wir also schon mal. Das ist schon mal gut. Ja, was wir nicht wissen, ist die sechste Ableitung. Ja, okay, müssen wir nochmal die sechste Ableitung ausrechnen. Die quetsche ich nochmal hier eben hin. Na, F6 an der Stelle x ist minus 12 mal x hoch minus 4. Ja, das war so eine kleine Nebenrechnung, die jetzt nochmal eben sein musste. So, und jetzt muss ich die Abschätzung machen hier. Okay, was weiß ich denn? Also ich setze das erstmal an. Was ich weiß ja, was F6 mal abgeleitet an der Stelle x ist. Also ich habe jetzt dieses Xi, was ich nicht kenne, aber ich schreibe es einfach mal hin und dann bin ich hoffentlich ein bisschen schlauer. Okay, dann habe ich hier also minus 12 mal Xi hoch minus 4 geteilt durch 6 Fakultät. Und hier habe ich x minus 2 hoch 6. So, über das x weiß ich was. Das ist der Abstand zu x. Von x zu 2 ist ja höchstens 1, weil es ist zwischen 1 und 3. 2 ist genau in der Mitte, also der Abstand ist höchstens 1. Das heißt, das hier ist höchstens 1, wenn ich nämlich die Beträge auseinanderziehe. Das kann ich ja. Das ist ja minus 12 mal Xi hoch minus 4 geteilt durch 6 Fakultät mal und dann Betrag von x minus 2 und dann das hoch 6 kann ich auch gleich rausziehen. Das hier ist kleiner gleich 1. Also ist dieser ganze Krempel hoch 6 auch kleiner gleich 1. Das weiß ich. Ja, dann bleibt also nur noch über, das ist kleiner gleich. Jetzt habe ich hier
was Schönes stehen. Ich habe hier diese minus 12 mit der 6 Fakultät, das kann ich verrechnen, bleibt nicht mehr so viel über. Und hier habe ich noch Xi hoch minus 4. Okay. Ich verrechne mal minus 12 mit 6 Fakultät, dann bleibt dann nämlich nur noch ein Sechzigstel. Ja. Und hier habe ich Xi hoch minus 4. So, das Xi. Ja, wo ist das Xi? Das ist zwischen x und dem Entwicklungspunkt. Das muss also auch vom Betrage her kleiner gleich 1 sein. Ja? Entschuldigung, das ist also im Intervall von 1 bis 3 irgendwo. Also im schlimmsten Falle wäre es 3, im kleinsten Falle wäre es 1. Jetzt steht aber hier hoch minus 4. Das heißt, wenn ich das nach oben abschätzen will, dann kann ich einfach sagen, das ist auf jeden Fall im schlimmsten Falle 1. Das heißt, dann wird das hier höchstens ein Sechzigstel sein. So, der letzte Schritt ist vielleicht jetzt ein bisschen obskur. Ja? Also stellen wir uns vor, Xi wäre 3. Das ist also der größte Wert. Dann steht hier eben halt 3 hoch minus 4. Das heißt, das wird den Nenner hier noch sehr viel kleiner machen, größer machen. Und das heißt, die Zahl wäre sehr viel kleiner. Ja? Also das Schlimmste oder die Abschätzung nach oben bedeutet, wir setzen hier den kleinsten Wert ein, weil es ja hier durch dieses hoch minus 4 im Nenner ist. Ja? Und der kleinste Wert ist 1, also bleibt nur noch ein Sechzigstel über. Das ist genau ein Sechzigstel. Ich kann ich gleich weglassen. So, das heißt, ich habe auch eine Abschätzung, die zeigt, dass meine Taylor-Polynom, ja, T5 schon ziemlich gut ist, ne, auf diesem Intervall um dem Entwicklungspunkt herum. Okay, ich hoffe, das war eine kleine Hilfe für Sie.